wir haben analytische Fähigkeiten, die uns erlauben, unsere eigene Täuschung zu erkennen. Okay? Das heißt nicht, dass die Täuschung dann aufgehoben ist, sondern es bedeutet nur, wir erkennen, wie wir konditioniert sind. Wie geht das? 9/11 konditioniert den Schock. 9/11 war ein Schock. Dann heißt es ist ein Terroranschlag. Und dann heißt es, der Krieg gegen den Terrorismus ist eröffnet. Das ist bis heute nicht aufgehoben. Jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, die Rohstoffe, Öl und Gas, sind in den muslimischen Ländern. Okay? Das heißt, die Terroristen müssen die Muslime sein. Ja, wenn jetzt das Erdöl in Indien wäre, müssten die Hindus die Terroristen sein. Meine Analyse. Jetzt, wie konnte man überhaupt nachweisen, dass die Muslime für den 11. September verantwortlich waren? Die Ausweise. FBI-Mitarbeiter fanden den Pass von Satam al-Sukami. Er war einer der Terroristen an Bord von American Airlines 11, das erste Flugzeug, das ins World Trade Center raste. Das kommt 5 Tage nach den Anschlägen. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen. Also, einer der Terroristen, sagen die Mainstream-Medien, hat einen Pass dabei, sitzt im Flugzeug. Das Flugzeug donnert in die Türme. Die Türme fallen zusammen und man findet den Pass. Die Psychologie erklärt, dass Sie nach einem Schock jede Information aufpfropfen können. Jede. Weil der Mensch ist im Schockzustand, das Analytische ist weg und er nimmt alles auf. Er glaubt einfach alles. Man kann fragen, die Leute, warum weißt du, dass es die Muslime waren? Ja, das war in den Medien. Ja, wie wissen es die Medien? Ja, die haben den Pass gefunden. Du musst fragen, wer hat den Pass gefunden? Die Medien? Nein, nein, das FBI hat den Pass gefunden. Aber da haben es den Medien gesagt. Okay. Also, wo hat das FBI den Pass gefunden? Hier. Das Analytische geht aber nicht so weit, es ist eine kognitive Dissonanz. Wir gehen nicht in diese Analysentiefe, das machen wir Historiker. Wir müssen nach Jahren das wieder aufarbeiten und wir arbeiten nicht unter Schock. Wir gehen das durch und sehen, aha, das ist die Geschichte. Und dann muss jeder selber halt entscheiden, ob er das glaubt oder nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Und das, was wir ja haben, ist diese Geschichte mit den Twin Towers, da geht also ein Flieger rein, die gehen dann runter. Also Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, das ist der Kern vom 11. September. Im Hintergrund haben Sie World Trade Center 7, das ist das dritte Gebäude, das ist auch zusammengestürzt, da ist aber kein Flieger rein. Und ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber das ist eben die Hauptschwierigkeit in meiner Forschung. 3 Türme, 2 Flieger. Das ist eine große Schwierigkeit für die 9/11-Forschung. Und Sie müssen wissen, da hat der ganze Krieg gegen den Terror angefangen und auch der Syrienkrieg ist ein Unterkapitel des Krieges gegen den Terror. Die Bundeswehr ist in Afghanistan wegen 9/11. Also wir sprechen hier nicht über Details. Das dritte Gebäude hier ist am 11. September zusammengestürzt. Sie sind jetzt schon sehr gut informiert. Ja? Trotzdem frage ich, wer wusste nicht, dass 3 Gebäude zusammengestürzt sind an diesem Tag? Vielleicht ein Handzeichen. Okay? Das sind vielleicht 20%. Das heißt, wenn, oder umgekehrt, wer wusste, dass 3 Gebäude zusammengestürzt sind? Okay, das sind 80%. Aber das ist nicht der normale Hörsaal. Okay? Sie sind jetzt schon sehr wach, Sie interessieren sich für die internationale Politik, für die Medien, für Lüge, für Gewalt. Der normale Mensch, Durchschnittsmensch, draußen an der Straße, weiß nicht, dass 3 Gebäude zusammengestürzt sind. Ich war damals an der Universität Zürich, habe am historischen Seminar dort unterrichtet und ich habe gesagt, ich kann das nicht kommentieren, ich warte mal, bis der offizielle Untersuchungsbericht kommt. Der kam 2004, haben wir also 3 Jahre, habe ich kein Wort gesagt zu 9/11 und dann habe ich den offiziellen Bericht genommen und habe gesagt, mein Student, den müsst ihr lesen. Das ist der Vorteil, als Dozent können Sie sagen, müssen Sie lesen. Und Schlimme ist, der Bericht ist schlecht. Ganz schlecht. Ja. Ich habe den Studenten gesagt, ihr müsst herausfinden, wie wird der Einsturz von WTC 7 erklärt. Und in diesem Bericht kommt das Wort WTC 7 einige Mal vor, aber es wird nicht gesagt, dass das Gebäude eingestürzt ist. Und das ist jetzt ein fundamentaler Super-GAU, wenn im offiziellen Bericht zu den Terroranschlägen der Einsturz von einem Gebäude fehlt, und das sage ich Ihnen als Historiker, dann geht das gar nicht. Man kann dann nicht sagen, ja gut, war ein harter Tag, 3 der 2 Gebäude, muss man jetzt mal nicht kleinlich sein, sondern das ist so ein eklatanter Fehler. Also das geht in die Region von Köln liegt in Baden-Württemberg. Also das ist etwa diese Ebene.
Und da muss man sich fragen, ist man bereit, als denkender Mensch das zu akzeptieren? Ich bin nicht bereit, das kann ich sagen. Ich bin nicht bereit, dieser Bericht hat keinen Wert. Null. Wenn er auf Papier gedruckt ist, hat er noch Brennwert, aber sonst keinen Wert. Das heißt, ich weise den Bericht zurück, ich bin dann zu Baustatikern 2 Jahre später und habe mit denen die Sache gesprochen. Jörg Schneider ist Baustatiker in der Schweiz und hat gesagt, nach meiner Meinung ist das Gebäude WTC 7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden. Und Herr Schneider hat gesagt, schauen Sie die Ecken an. Die Ecken kommen symmetrisch. Und ich kann, also ich mache jetzt hin und her, so ging es nicht, es ging nicht rauf und runter, jetzt hätten wir noch eine Knacknuss mehr, aber über das wird jetzt gestritten. Diese Sekunden, um das geht es eigentlich, das ist die 9-11-Forschung heute und das hört nicht auf. Die Symmetrie, die ersten Sekunden geht es im freien Fall, die ersten 2 Sekunden, freier Fall. Und natürlich haben wir die Statik angeschaut und das Gebäude hat 81 senkrechte Stahlsäulen, richtig große Stahlsäulen. Und die Amerikaner sind dann mit einem neuen Bericht herausgekommen, 2008. Da mussten die zugeben, das Gebäude ist zusammengestürzt. Ja, die Forschung ist natürlich hier wahnsinnig schnell, schon 2008 haben wir gesehen. Aber der Simon Sander vom National Institute for Standards and Technology, das ist eine Regierungsbehörde, hat gesagt, die Ursache war Feuer. Okay. Und die offizielle Geschichte lautet so. Er sagt, ein Feuer hat Säule 79 destabilisiert, darum ist das ganze Gebäude im freien Fall zusammengestürzt. So steht es auf Wikipedia. Sie haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie glauben es oder Sie glauben es nicht. Aber wenn Sie es nicht glauben, kann ich Ihnen einfach sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, Sie haben dann Probleme. Sie kommen in dieses Ketzer-Territorium, wo Sie sagen, Ablasshandel? Nee, glaube ich nicht. Also, wenn man 9-11 hinterfragt, wird man diffamiert, auch heute noch. Der Begriff Verschwörungstheoretiker ist ein Kampfbegriff, um jegliche Kritik, auch jegliche wissenschaftliche Forschung an 9-11 zu unterbinden. Ich sage immer wieder, ich lege mich nicht fest, ob WTC 7 durch Feuer oder Sprengung zusammengestürzt ist. Das muss jeder selber mit sich abmachen. Aber ich sage, es ist auf jeden Fall zusammengestürzt. Es ist kein Flieger reingeflogen und wir haben natürlich jetzt die Frage, ist es Feuer oder Sprengung? Da hängt ja der ganze Krieg gegen den Terror dran. Das ist nicht ein Detail. Ich kann mich noch gut erinnern, Jörg Schneider, als wir da 2006 in Zürich an der ETH saßen. Hugo Bachmann war noch dabei, ich brauche immer 2 Quellen, das ist auch ein Baustatiker, der hat auch gesagt, ja, Sprengung, so sieht's aus. Habe ich gesagt, aber dann schreibe ich das im Tagesanzeiger. Das ist eine Schweizer Zeitung und dann hat sofort die amerikanische Botschaft interveniert und gesagt, Herr Ganser verbreitet hier Verschwörungstheorien, das geht gar nicht. Und das bedeutet, wenn Sie überhaupt nur daran denken, dass WTC 7 gesprengt sein könnte, was die Professoren gemacht haben, werden Sie angegriffen. Das ist die Situation. Und dagegen wehre ich mich. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass jeder über WTC 7 nachdenken darf. Es darf keine Denkverbote geben an der Universität. Es darf keine Denkverbote geben im Volk. Vor allem dann nicht, wenn auf dieser Basis gefoltert wird, wie in Abu Ghraib. Wenn auf dieser Basis Länder bombardiert werden, wie die Irak und Syrien. Wenn auf dieser Basis der Überwachungsstaat ausgebaut wird. Also hallo, das sind ja keine Kleinigkeiten. Da fordere ich, dass wir wach sind und dass wir eigentlich das anschauen. Jetzt, ob es Feuer ist oder Sprengung, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sage Ihnen das, fragen Sie die 3 Menschen, von denen Sie glauben, das sind die Bestinformierten in Ihrem Freundeskreis. Ja? Gehen Sie zu denen hin und sagen Sie, du, was denkst du eigentlich, WTC 7, Feuer oder Sprengung? Hören Sie sich die Meinung an. Wenn die Kolleginnen oder Kollegen sagen, WTC 7 kenne ich nicht, dann sind das nicht die Bestinformierten, da müssen Sie noch mal sondieren. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, es ist Feuer, dann ist das eine okay Meinung. Man kann diese Meinung haben. Man soll verschiedene Meinungen nebeneinander stehen lassen. Wenn jemand sagt, ich glaube Sprengung, dann ist das eine okay Meinung. Aber hier braucht es einen wissenschaftlichen, offenen Diskurs. Es kann nicht sein, dass dieser Diskurs verhindert wird. Ich werde mich sehr dafür einsetzen, auch in den nächsten Jahren, scheinbar geht das noch einige Jahre, dass dieser Diskurs laufen kann. Ja, vielen Dank.
Und ich werde natürlich immer wieder angegriffen werden. Das ist so. Also ich habe es jetzt auch langsam begriffen, ja, wenn man, das ist ja wie bei den Ratten, mit der Zeit kennt man den Stromschlag. Aber was ich meine ist, ich halte die Debatte für relevant. Ich halte die Debatte für so relevant, dass ich bereit bin, diese Schläge immer wieder einzustecken, auch für andere. Ja? Weil eigentlich mein Entschluss ist, es ist nicht nur wichtig, genau zu arbeiten, das ist immer das höchste Maxim in der Wissenschaft, sondern es ist auch wichtig, mutig zu sein. Ja? Weil ja, danke. Seien Sie selber mutig, sprechen Sie Themen an, wenn Sie in der Minderheit sind. Ja, es ist schwierig, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie sachlich, aber mutig zu sein ist wichtig. Und ich habe mir einfach gesagt, ich will, bevor ich sterbe, mutig sein. Es hat keinen Sinn, danke, es hat keinen Sinn zu sagen, ja, ich möchte dann schon mal mutig sein, nur nicht heute. Weil dann geht das immer so weiter und dann liegt man auf dem Totenbett. Ja, und dann denkt man, ach, jetzt habe ich es verbockt. Jetzt wollte ich mutig sein und jetzt habe ich diese Krankheit, ich kann nicht mehr sprechen, ich kann nicht mehr gehen, niemand besucht mich, morgen ist Feierabend. Also ich habe es verpasst. Und das ist ja der Punkt. Man soll das nicht aufschieben, was man für wichtig hält, weil niemand weiß, wann es vorbei ist. Das weiß man einfach nicht. Sicher ist, wir gehen alle, die Engländer sagen, nothing is guaranteed in life but death and taxes, was so viel heißt wie, nichts ist im Leben garantiert, außer der Tod und dass man Steuern zahlen muss. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man diese Forschung mit einer gewissen, ja, mit einer gewissen Kraft machen muss, sonst geht es nicht. Also, das ist die Diskussion. Vielleicht ist es ein Feuer, vielleicht ist es eine Sprengung und da hängt das ganze Weltbild dran. Und ich habe dann untersucht, okay, warum wissen viele Menschen gar nicht, dass es drei Gebäude sind und das hat über das Fernsehen zu tun. Es kamen am Fernsehen nur zwei Türme. Und wenn man nur zwei Türme am Fernsehen sieht, hatten die meisten des Leute das Gefühl, es gibt nur zwei Türme. Weil wir sind in einem so fortgeschrittenen Stadion der Verblendung, dass es nur das gibt, was am Fernsehen gibt. Okay? Und dann habe ich nochmal genau gesucht und habe ich gesehen, ah nein, BBC World hat darüber berichtet. Dann war ich zuerst froh, habe gesehen, ah, BBC hat darüber berichtet. Habe ich mich gefreut. So eine Ehrenrettung vom Fernseher. Und dann habe ich gesehen, Jane Stanley berichtet über den Einsturz von WTC7. Aber Achtung, sie berichtet um 5 Uhr und das Gebäude stürzt um 20 nach 5 ein. Das heißt, sie berichtet zu früh. Das ist nicht gut. Ja, ist ganz schlecht, weil die Historiker, das ist der zweite Punkt, wir Historiker sind sehr konservativ. Wir haben diese Regel, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Und wenn das umgedreht wird, dann haben Sie etwas ganz Übles an der Backe, nämlich einen misstrauischen Historiker. Ja, und das bin ich. Der kommt auch nach 5 Jahren nochmal. Ja, warum hat BBC World zu früh berichtet? Was ist eigentlich, der vergisst nicht. Das ist wie, 10 Jahre sind für den nichts, 20 Jahre ist immer noch am gleichen Dossier. Wir arbeiten ganz anders als die Medien. Die schreiben am einen Tag das, am nächsten Tag das. Für alles haben sie 15 Minuten Zeit und was sie gestern geschrieben, interessiert sie nicht mehr. Wir sind völlig anders. Wir sind langsam, präzise, wir bleiben an diesem Fall dran und diese Journalistin berichtet über den Einsturz, während das Gebäude noch steht. Das geht nicht. Das heißt, BBC entschuldigt sich 2008, 7 Jahre nach den Anschlägen und sagt, okay, Entschuldigung, we were working on an incorrect news agency report, we had this statement from Reuters, das heißt einfach, das ist halt ein falscher Bericht und das kam von Reuters. Ja gut, das nützt uns auch nichts, weil Reuters ist eine der größten Medienagenturen, die es überhaupt gibt. Das heißt, wenn jemand über etwas berichtet, das nicht passiert ist, dann ist das Fake News. Okay. Wir haben Fake News nachgewiesen am 11. September. Es ist zwar nur 20 Minuten Fake News, weil danach fällt das Gebäude ja wirklich ein, aber ist trotzdem heftige 20 Minuten daneben. Das bedeutet, wer diese Wachsamkeit aufbringt, der erkennt, ein neues Nachdenken über den Krieg gegen den Terrorismus ist wichtig. Es ist wirklich eine Chance, aufzuwachen als etwas, was man einen Tiefschlaf nennen kann. Ja? Jemand, der im Tiefschlaf ist, hat folgende Glaubenssätze. Er glaubt, ich werde durch das Fernsehen umfassend und objektiv informiert. Er glaubt auch, oder sie glaubt auch, im völligen Tiefschlaf, wenn irgendwo Gewalt angewendet wird, dann ist das, um zu helfen. Die glauben an Begriffe wie humanitäre Kriege, obwohl es das nicht gibt. Es gibt auch keine liebevolle Vergewaltigung. Es gibt es einfach nicht. Und diese Menschen, die noch im Tiefschlaf sind, die glauben, dass alle Leute
die hier zu diesen Dingen Fragen stellen, das sind Verschwörungstheoretiker auf der Ebene von Elvis lebt, oder? Und das ist natürlich jetzt der Moment, wo viele aufwachen. Das ist zum Teil ein schmerzhafter Moment, weil sie verlieren ihr kohärentes Weltbild. Ja? Und das ist eben der Punkt. Volker Pispers hat gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur und hat er völlig recht. Ja? Wenn man weiß, wer der Böse ist, der Muslim oder der Russe, dann geht es einem besser. Das ist ja ein Ritual. Wenn jetzt plötzlich nicht mehr der Muslim und der Russe der Böse ist, sondern die christliche NATO, das ist massiv destabilisierend. Massiv. Dann fragt man sich, was geht denn hier für einen Film ab? Sind wir die Bösen? Sind die Bösen? Überhaupt, wen soll man als nächstes bombardieren? Also die Orientierung ist weg. Jetzt möchte ich erklären, dass der Syrienkrieg, können Sie überhaupt noch? Entschuldigung, ja, wie ist der Zustand? Sind Sie noch da? Immer. Ich weiß, es sind schwierige Themen, aber ich sage es Ihnen, wenn Sie einmal durch dieses Enttäuschungsprozedere durchgegangen sind, können Sie nicht mehr zurückfallen. Es ist wie eine Spirale. Ja? Sie schreiben sich eine Runde höher, Sie können dann nicht mehr zurückfallen. Ich kann jetzt erklären, der Syrienkrieg wird über den Terrorframe verkauft. Ja? Das heißt, die USA muss Syrien bombardieren wegen den Terroristen. Wie läuft das? Zuerst wird immer über Terroristen, Terroristen, Terroristen gesprochen. Natürlich, es gibt muslimische Terroristen, ja? die Leute enthaupten, das sind Verbrecher. Ganz klar. Jetzt, in Amerika auf CNN wird dann gezeigt, böser Terrorist, amerikanischer Journalist und die Schlagzeile American beheaded by ISIS. Das kommt 2014, kurz bevor die Bomben fallen. Das heißt, militärtaktisch läuft das so. Die psychologische Kriegsführung muss vor dem Bombenhaken kommen. Ja, das müssen Sie, das Volk, das ist die sogenannte Heimatfront, müssen Sie militärtaktisch bearbeiten. Das geht so. Obama sagt, auf barbarische Weise haben Sie zwei amerikanische Journalisten enthauptet. Der IS stellt eine Gefahr für die Menschen im Irak und in Syrien dar. Wenn man ihnen nicht entgegentritt, werden diese Terroristen die gesamte Region und auch die USA bedrohen. Okay? Der Terrorframe ist aktiviert durch das Wort Terror. Und zusätzlich wichtig, er macht die Durchsage am 11. September 2014. Das ist genau getimt, weil am 11. September natürlich das Trauma von 9/11 aktiv ist. Jetzt hat er ein militärstrategisches Problem. Assad bekämpft ja auch die Terroristen. Also normalerweise müsste er Assad anrufen und sagen, hallo, du bekämpfst die Terroristen, ich auch. Machen wir die platt? Wir haben gemeinsam Gegner. Ja, ich rufe noch Putin an, die machen wir zu dritt platt. Der IS ist keine Luftwaffe, die haben keine Luftwaffe. Die haben keine Marine. Das sind nur Bodentruppen. Die haben keine Panzer. Das ist eine Bodentruppe mit Artillerie. Okay? Das ist jetzt gar nichts. Da können Sie abstecken auf dem Feld. Ich weiß, Sie interessieren sich nicht für Militärgeschichte, aber rein militärtaktisch stecken Sie da den Rahmen ab. Da sind die Jungs mit ihren Flinten. Dann schauen Sie, es kommen keine neuen Nachschübe rein. Sie übernehmen den Luftraum. Sie spannen zusammen. In 3 Monaten ist die Sache vorbei. Keine Chance. Es kann nie eine Bodentruppe länger gegen eine Luftwaffe überleben, wenn sie die Nachschubwege abschließen und mit Bodentruppen den Korridor enger ziehen. Aber, und da kommt das Wesentliche, die USA wollen ja nicht die Terroristen ausrotten, weil die finanzieren sie ja, sondern Assad stürzen. Wie erklärt man das dem Volk? Man sagt, im Kampf gegen IS können wir uns nicht auf das Assad-Regime verlassen, das sein eigenes Volk terrorisiert. Dieses Regime hat seine Legitimität verloren. Das ist ein fundamentaler anderer Ansatz. Das heißt nämlich, wir machen einen Regime-Change in Syrien. Das merken die Leute nicht, weil es kommt so kurz nach dem IS, das Terror, Terror und ab in den Krieg. Das ist psychologisch sehr gut gemacht. Also ist natürlich verlogen, aber es ist psychologisch gut gemacht, indem man so kurze Sequenzen macht und da sendet man abends, die Leute vor dem Fernsehen, wie gesagt, oft betrunken, haben keine Chance, das analytisch zu durchdringen. Keine Chance. Sie wissen dann nur, man bekämpft gegen Assad und man bekämpft gegen die Terroristen.